Verehrten Damen und Herren, der offizielle Teil, der protokollarische Teil, ist ja bereits durch unseren Bürgermeister Herrn Wiegels erfolgt. Deswegen spare ich mir das an dieser Stelle. Bevor ich meine Rede starte, muss ich mit einer Entschuldigung beginnen. Und zwar, ich bin heute Morgen aus Eckernförde gekommen, ich hatte noch einen anderen Termin. Und als ich zu mir in meine Jenstraße gefahren bin, dort wohne ich, also hier gleich in der Altstadt, ist mir eine fleißige Mitarbeiterin des Ordnungsamtes entgegengekommen. Deswegen für alle diejenigen, die vielleicht nicht einen ganz legalen Parkplatz bekommen haben, eine kleine Überraschung könnte dort auf Sie warten. Wir freuen uns aber über Ihre finanzielle Unterstützung. Der Bürgermeister hat damit nichts zu tun. Ja, meine Damen und Herren, ich habe die tolle Aufgabe, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und dieses Jahr ein wenig den Ausblick schweifen zu lassen. Und für mich war das vergangene Jahr ein Jahr der Veränderung, ein Jahr der Begegnung und ein Jahr der Momente. Drei Momente möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Als erstes die Kommunalwahl im Mai. Die Mölner Stadtvertretung ist so groß wie noch nie. 36 Stadtvertreter haben wir. Wir haben eine neue Fraktion bekommen in unserer Stadtvertretung, nämlich die Fraktion der Linken. Nichtsdestotrotz ist das weiterhin ein konstruktives und tolles Miteinander. Ich bin ja auch neu in mein Amt gewählt worden, bin dafür sehr dankbar und habe aber die letzten Monate und auch die letzten Stadtvertretersitzungen, die ich bisher leiten durfte, als sehr konstruktiv und sehr produktiv erleben dürfen. Mit ein bisschen mehr Lebhaftigkeit und ein bisschen mehr Diskussion, aber so soll es ja auch sein, Politik soll diskutieren. Als nächstes möchte ich den Moment der Eulenspiegelfestspiele vielleicht auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Neben den Eulenspiegel-Festspielen, über 4.500 Leute haben diese Eulenspiegel-Festspiele hier in Mölln besucht und wirklich tolle Veranstaltungen, ein tolles Stück gesehen, sehr kurzweilig, sehr lebhaft. Das ganz Besondere ist natürlich, dass sowohl Möllnerinnen als auch Möllner und auch der ein oder andere Ratzeburger, habe ich mir sagen lassen, im Ensemble vertreten sind, sodass wir tatsächlich auch hier wirklich gemeinsam für Mölln etwas Tolles auf die Beine gestellt haben. Auch wenn die Premiere so ein bisschen unter dem schlechten Sternenhimmel stand, beziehungsweise der Regen und der Sturm ein bisschen geweht haben, hat nichtsdestotrotz alles wunderbar funktioniert. Mit ein bisschen Verzögerung lief die Premiere fantastisch und da freue ich mich wirklich sehr, dass wir so eine tolle Veranstaltung in Mölln immer wieder auf die Beine stellen. Und nicht zuletzt mein dritten Moment, nämlich die fünfte Jahreszeit in Mölln, den Möllner Herbstmarkt. Für mich auch wieder aus einer ganz neuen Perspektive heraus. Nicht als Besucher, als einfacher Besucher tatsächlich über diesen Jahrmarkt zu gehen, sondern mit den Schaustellern in den engen Kontakt zu treten. Und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, die Schausteller freuen sich wirklich jedes Jahr wieder hier in Mölln dabei zu sein, in dieser tollen Atmosphäre unserer Altstadt dabei zu sein. Ich danke allen Anwohnerinnen und Anwohnern der Mölner Altstadt, dass sie auch diese 4 Tage Veranstaltung plus Auf- und Abbauzeiten natürlich ertragen. Aber ich glaube, das macht diese fünfte Jahreszeit natürlich für uns ganz besonders aus. Und ich hoffe, das wird in den nächsten Jahren auch noch so weiter stattfinden. Mein Lieblingszitat in diesem Jahr war jedoch auf einer anderen Veranstaltung gefallen. Und zwar hat unser Till Eulenspiegel auf dem Altstadtfest nämlich gesagt, Mölln ist bunt. Und da stimme ich voll zu. Er beschreibt sehr gut die Vielfalt in unserer Stadt, die Mölln zu unserer Stadt macht. Auch mit unterschiedlichen Meinungen, anderen Perspektiven und anderen Wünschen dürfen wir den gegenseitigen Respekt nicht verlieren. Hart in der Sache, aber fair im Umgang ist das Motto. Sowohl im Politischen als auch im Privaten. Am Montag sagte unser Innenminister Grote auf einer Veranstaltung, wo ich dabei sein durfte, in der Politik geht es oft nicht um richtig oder falsche Entscheidungen, sondern in der Politik geht es um mehrheitsfähige Entscheidungen und auch dem stimme ich zu. Wir sind dazu aufgefordert, die Gemeinsamkeiten zu erkennen, die Chancen zu nutzen, Akzeptanz, Respekt und Toleranz sind dafür notwendig, damit Mölln auch in Zukunft bunt bleibt. Ich möchte aber auch die Chance nutzen, an dieser Stelle Danke zu sagen. Danke an das Ehrenamt, egal ob freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Sportvereine, den Tierschutzverein oder unseren Ortsjugendring. Ohne das ehrenamtliche Engagement und das Einbringen der Bürgerinnen und Bürger wäre unsere Stadt sicherlich nicht so, wie sie heute ist.
Danke auch an die Politik, die politischen Vertreter, die sich mit Ideen und Lösungen für unsere Stadt einbringen. Danke auch an die Verwaltung, die tatkräftig und mit viel Sachverstand wirkt und heute auch das ein oder andere Geld vielleicht extra in die Kassen spült. Ein weiteres Zitat möchte ich anbringen. Am letzten Freitag oder am vergangenen Freitag war Neujahrsempfang auch in der Stadt Ratzeburg. Und jetzt muss ich den Bürgermeister der Stadt Ratzeburg einmal zitieren. Danke auch an die Unternehmerinnen und Unternehmer, insbesondere für die Gewerbesteuer, so war das, glaube ich. Denn die finanzielle Lage ist natürlich nach wie vor in den Kommunen angespannt. Auch in Mölln ist es nicht ganz einfach. Aber nichtsdestotrotz, ohne die Unternehmerinnen und Unternehmer auch hier in Mölln, wäre das sicherlich noch wesentlich schlimmer. 2019 ist das Jahr der Veränderung. Wir haben verschiedene Bauprojekte, die wir abschließen werden. Wir erweitern uns ja immer mehr. Die Einwohnerzahl von Mölln steigt immer mehr. Die 20.000er-Grenze ist quasi in Sichtweite. Wir haben viele Planungen und Sanierungen in der Pipeline. Als Beispiel, Frau Rick habe ich auch schon gesehen von der Grundschule Tannig, sind wir da ja nach wie vor auch in den Planungen, wie es damit weitergeht, dass wir hier auch die Sanierung der Tannig-Schule vorantreiben. Und wir haben am 26. Mai, sind wir aufgefordert, wählen zu gehen. Wählen zu gehen für Europa, und ich möchte Ihnen wirklich nahelegen, nutzen Sie diese Chance, seien Sie in diesem Gedanken tatsächlich dabei. Ich glaube, wir sind dazu verpflichtet, Europa auch wirklich voranzubringen, und das können wir nur, wenn wir unsere Stimme dazu tatsächlich auch beitragen. Deswegen meine ganz klare Aufforderung, bitte gehen Sie wählen, helfen Sie, damit die Europäische Union auch weiterhin so tatkräftig funktioniert, wie sie das bisher tut, und die ein oder andere Entscheidung wird vielleicht auch im großen Rahmen nochmal überdacht werden. Und nicht zu vergessen, Herr Wiegels hat es auch Ihnen schon angesprochen, wir haben auch eine Bürgermeisterwahl in der Nachbargemeinde in Ratzeburg. Für Abschied ist es noch ein bisschen früh, Herr Voss, aber Herr Voss, ich habe Sie als kreativen, handlungssicheren und immer präsenten Bürgermeister kennenlernen dürfen. Und das nicht nur in den letzten 7, 8 Monaten, wo ich in Amt und Würden bin, sondern wir kennen uns mittlerweile ja auch schon seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren. Bei allen Frotzeleien zwischen Mölln und Ratzeburg steht auch immer die konstruktive Zusammenarbeit im Fokus, und dies hat sicherlich auch viel mit Ihrem persönlichen Einbringen zu tun, und dafür möchte ich Ihnen aufrecht danken, und das habe ich auf dem Neujahrsempfang auch schon gesagt, Sie sind in Mölln immer herzlich gesehen und immer auch ein herzlicher Gast an dieser Veranstaltung. Vielen Dank. Die Standing Ovations hat heute allerdings einen anderen Grund. Wir stehen ja alle schon. Genau. 2019 wird ein weiteres Jahr der Momente, und ich hoffe, dass wir dass ich auch vielen von Ihnen wieder begegne und dass ich mit diesem tollen Amt wirklich auch diese Stadt vertreten darf, repräsentieren darf, und dass wir tolle, viele gemeinsame Momente erleben werden. Ich wünsche Ihnen viele tolle Begegnungen, auch an diesem Tag viele tolle, interessante Gespräche. Kommen Sie in Kontakt, netzwerken Sie, helfen Sie sich gegenseitig, und ich wünsche Ihnen für 2019 alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke.